Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Cool, dass ihr beim 7. Pokémon-Schwert-Video am Start seid. In diesem Video trainieren wir ein bisschen gegen wilde Pokémon. Der Trainerkampf vom letzten Video hat mich etwas verstört. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Außerdem durchqueren wir Route 4, die Galamine 1 und treffen auf einen weiteren Arena-Challenge-Rivalen. Und jetzt geht's los! So. Nach diesem wunderbaren ersten zwei Trainerkämpfen erstmal wieder zurück auf Route 3. So, ich trainiere jetzt hier eine Runde. Wir verbrennen Zickzack solche Blümchen. Alles klar, Blume. Kotti. Das ist doch selten Pflanzentyp. Und da trainieren wir das mal ein bisschen. Wir ziehen jetzt Wachs auf. Der hat glaube ich auf der Level, was war es, 14? Ist Bugs Level 14? Bugs. Welches Level bist du? Welches? Ne? 15. Auf wie viel macht das jetzt Sinn hier? So sinnlos. Ich hab keine Ahnung. 15 machen wir mal bis 17. Alle anderen müssen halt auch eigentlich noch ziehen. Oha! Level 16, ab geht's! Nanu, Bugs entwickelt sich! Jawollo! Sehr gut, ich glaube mit der Entwicklung. Er wird zu Ninja Hard. Mit seinem Strampleranzug. Kickerlo! Alles klar, Pokédex-Eintrag. Sein flauschiges Fell schützt es vor Kälte und ermöglicht ihm noch heißere Feuerattacken auszuteilen. Okay. Ich denke mal, das langt jetzt erstmal so an Kämpferei. Vorhin habe ich auch gedacht, ich muss nicht mehr. So, links oder rechts. Ich gehe mal hier lang. Pflanze. Es geht langsam voran. Hammer, was da oben liegt, Alter, da kann man nicht so gut hin, aber Schild. Tipps für Trainer, du kannst auch Routen und Pokémon aufschreiben. Ja, ich möchte jetzt nicht kämpfen. Das verschieben wir aufs Postgame. Und noch ein Schild Socks. Weiter geht's. Oh, da haben wir auch einen Trainer. Gott. Ich bin auch traumatisiert von dem eben, ey, dass der mich gleich wieder welche Opfer verprügelt. Oh, ein Sensek auf sein. Jobby. Jobby. Job the Jobby. Okay, das ist die Pflanze. Die Pflanze ist gut erlebt. Ich brauche mein Team auch noch irgendwas Pflanze oder Elektro. Weil. Wenn wir auf Wasser treffen, dann wäre ich nicht abgehen. Mal schauen, was wir auf den nächsten Routen so treffen, weil. Ja. Aber jetzt eben ist das rote Flugproblem gekommen. Wobei das später zu Stahl wird, glaube ich, aber. Gut. Und noch ein Cortini hinterher. Sehr schön. Bitte nur so Gegner. Das ist viel besser. Das entspannt mich auch mal, wenn man so einfach die Gegner sieht. Gut, das ist auch voll in Ordnung. Initiative, ja, dann machen wir den Rückzug geben. Ruckzug geben, nicht nur so Ruck. Ist das auch erledigt? Raven ist schon Level 15. Und besiegt. Auch Menno, wie gut. Ah, wenn du denkst, meine Pokémon stark sind, geh mal zu einem Mädel da eben.
So, da ist die Sunny-Sun. Sunnya, sorry. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt war echt cool. Ja, ich fand's auch cool, wie ich Arena gelaufen bin, was nicht passiert. Huch, wo hast du denn Hopp gelassen? Was ist mein Beutel? Ach, nicht Hopp, Hopp, jo. Ich bin allein unterwegs. Verständlich, ihr seid schließlich Rivalen, das ist sinnvoll aus der Privatsphäre. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Ja, schieß los. Siehst du das Gebäude? Ja, das gehört dem Liga-Professor Rose. Oder genauer gesagt seiner Firma. Okay. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Okay. Die Firma von Rose nutzt als erstes Dorf abgebaut von Maggie zu tun. Kohlekraft! Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galerie. Cool. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Wenn du meinst, jetzt habe ich dich ganz schön viel gequatscht. Danke, dass du mir so gut zugehört hast. Hier, diese Fluchzeile hast du mir verdient. Damit ich meinem nächsten Opfer jetzt fliehen kann. Ich verstehe. Smarte Sache. Alles klar. Oh, und deinen Bogen kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder finden. Das war jetzt gerade nicht nötig, aber danke. Das Trophy liegt noch ein weiter Weg vor. Die Reise gehört eben auch zu einer Challenge. Mach's gut. Weiter geht's. Da irgendwas? Ein Beleber. Beleber brauchen wir nicht. Gucken und sterben. Das ist kein Problem. Steine? Geil. Hier haben wir noch eine Trainerin. Muss ich jetzt mal vorbeischleichen? Ja, dich vor. Bitte hat nicht diesen komischen Bär. Ich bin jetzt Bär traumatisiert. Mathilde. Felilu. Felilu ist aber normal. Uli ist eins von beiden. Das heißt, Bugs regelt das. Ein Doppelkick und Besieg. Sehr schön. Und damit. Sehr effektiv einmal getroffen. Erwogel, Max, schon Level 17. Ja, ich glaube, jetzt rollt das quasi von alleine in die Klappe. Vielleicht habt ihr so ein bisschen diese kleine Öko-Boost gespielt, dass das alles so ein Selbstläufer wird quasi. Oh, Klappe ist doch ziemlich tanky. Hält ein Doppelkick aus, obwohl es sehr effektiv ist. So, Tagline. Und ein Rutsch-ZP von einem auch erledigt. Ja. Sehr schön. Okay, 13, so muss das. Und Schülerin Mathilde. Mir ist schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Das Gefühl habe ich auch bei dem. So, und hier lag doch ein Item. Prügler, auf geht's. Müssen hier Leute verprügeln. Haben wir ja gerade schon gemacht, die ganzen Schüler und so. Hier ist nichts dabei, hier läuft die Postbote. Wir nehmen den mit. Auf geht's. Ich stehe so viel als auch wieder in einem Zug. Nicer Dude. Peter. Oder Peter. Ein Bootvogel! Geschenke! Ist denn schon wieder Weihnachten? Auf geht's, Doppelkick! Flugeis, glaube ich. Das ist doch nett, mit einem Doppelkick die Hälfte. Oh, wir kriegen ein Geschenk! Was für ein Geschenk? Schmerzen! Geschenk der Schmerzen! Jetzt. Noch ein Doppelkick. Eins, zwei. Und das Vogel ist da. Das. Wurm 13. Und das war's auch schon. Sehr nett. Da habe ich dich wohl persönlich den Sieg geliefert. Ja. Der Typ ist geil. Hat auch einen schönen Bart. Und hier haben wir ein Zelt. Was geht hier ab? Schlag doch mal dein Zelt auf und komm etwas in der Kugel aus. Ich hätte dir eine Beere für dich, die dann kommt. Das ist nett, aber wir merken das Zelt an sonst nicht mehr gucken. Gehen wir gucken. Okay. Vielleicht irgendwann mal wahrscheinlich nicht. Wir gehen weiter.
Da vorne ist die Biene, da müssen wir glaube ich durch. Da muss man durch. Der Thermopod. Das ist jetzt glaube ich ein Feuer-Pokémon. Wir bleiben bei Doppel-D. Funktioniert ganz gut. Oder in dem Fall auch nicht. Sehr effektiv, ja gut, dann hätte ich auch vielleicht Bock zu Pikmin sein. Wickel ein. Wickel fand ich schon immer in der Animation. Es ist total egal in welcher Edition. Die Wickel-Animation ist echt mit die hässlichste Attack-Animation. Was denkt ihr, welche Attacke oder gibt es welche, die noch schlimmer finden? Also ich finde es echt. Es ist echt egal in welcher Edition, da kommt das komische Band, was sich immer drum wickelt und vom Charme. Also das ist für mich echt unbegreiflich. Wie soll man das? Klar, es soll irgendwie animieren, dass man eingewickelt wird, aber auch das so, dass das Viech, das ist, wie lang ist das? Noch nicht mal einen halben Meter und hat so ein Wickler-Zeiger, als wenn man drum wickelt. Das macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn. Aber okay. So, das war doch unser Psycho-Käfer. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass der wirklich nicht one-hitten kann, oder? Ich kann ihn, glaube ich, nicht one-hitten, nur die Hälfte, aber Konfusion. Ah, ich will nicht hingucken. Okay. Okay, das waren keine 10, das heißt, ich kann auch Blut einsetzen. Sehr schön, okay. Alles klar. So, jetzt könnte man die Samia da sein und mich heilen. Das ist echt nett. Bugs 18, Raven 16. Pflücker. Pflücker. Ah, Silberpflück kann der Grün. Pflücker war eine Flugattacke. 60. Multi wäre falsch und 30. Okay, ja, Pflücker nehmen. Schwupp. Silberpflück vergessen und Pflücker erlernt. Sehr schön. Ja. Naja, nicht unbedingt, aber gut. So, weiter geht's. Da ist ein Item. Ein Supertrank. Den können wir bestimmt gleich demnächst gut gebrauchen. So, bevor wir da jetzt reingehen, ist ein bisschen Angst, deswegen ballern wir jetzt mal einen Trank. Eins. Und zwei. Sehr schön. So. Mädel, was willst du? Hallo, meine kleine Schwester, ich treibe mich unter. Danke, gut. Egal, ist schließlich nicht gerade. Ich treffe deine Puppe. Wieso habe ich denn eben gerade Tränke benutzt? Oh Mann! Okay. Moment, Galamine 1 gibt es hier so wilde Pop-Up-Pokémon, weil. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, damit ist das glaube ich leider raus, dass wir den Pokémon fangen. Weil man muss ja jetzt nicht alles zuerst im Skype, ich stehe da wie so ein Model. Fuß auf der Schiene. Yeah, Fotoshooting. Sollte eins spawnen, genau in uns rein. Dann darf ich's fangen. Wenn dem nicht der Fall ist, dann nicht. Außer es gibt hier diese Ausrufezeit, das weiß ich jetzt gerade nicht, das sehe ich hier auch. Da hat was geblinkt. Und der hier, der will kämpfen. Fighten wir mal mit dem. Dirk. Arbeiter Dirk. Arbeit, Arbeit. Ein Kiezling. Ist angenehm, den können wir schön wegkicken. Stein. Doppelkick. Ich bin echt erstaunt. Mit einem Ding. Und ein Doppelkick-Initiativ. Ich bin echt erstaunt, wie viel Gesteinsbogen teilweise aushalten, weil sehr effektiv. Aber gut. So, zweimal getroffen. Tackle. Zack. Okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Und hinüber. Sehr schön. Schneller vorangehen, wir wollen zum ersten Arena-Orden.
Kann ja nicht sein, dass wir hier Ewigkeiten brauchen, bis wir hier mal einen Orden bekommen. Ja, das war nicht ganz so traumhaft, da hast du recht. So, weiter, weiter, weiter. Hier liegt bestimmt ein Item drin. Ja. Berg 1. Das ist ja auch ein Heiler. Wie riesig ist das Teil hier denn? Diese Höhle überhaupt nicht mehr, ne? Ich dachte, es war schon die beiden Höhle durchgelaufen. Ah, durch 3. Ja, los, lass Steine runter her. Achtung, herunterfallende Felsen. Gut, Galamine 1. Gibt's eigentlich auch eine Galamine 2? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir sicher, dass hier Galamine 1 ist. Auf geht's. Oh. Na, gut. Smart vorbeigesneakt. Ich weiß zwar nicht, wie man mich übersehen konnte, aber okay, aber ich hab jetzt mal wieder da. Überraschung, hinter dir! Willst du etwa hier durch? Ja, das würde ich mir dann anscheinend nochmal überlegen. Dann bekommt kein Trainer, der mir das Wunschstern zugeschaut hat. Okay, kann ich bitte noch was zum Mitnehmen? Okay. Ach, meine Fräse. Du bist doch derjenige, der vom Champ der Arena-Champ spielt. Das ist reich. Das ist korrekt. Das ist richtig. Habe ich recht oder habe ich recht? Du hast recht. Die Armseele. Jetzt hör mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champion. Ich habe eine Führung vom Liga-Präsident. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Okay. Falls ihr das gerade so weit demonstriert, ich dir mal den Liga-Präsident. Yeah! Die Musik, jetzt geht er voll ab. Betty. Ich dachte ja immer, das ist ein Mädchen. Klamotten und sonst was. Und das ist aber, glaube ich, das geht vielleicht. Ich meine, dass irgendwann der Story später mal dann erwähnt. Das war ja einfach. Irgendwo erwähnt wird, dass es, glaube ich, ein Junge ist. Aber ich komme da immer drauf klar. Aber gut. Ich muss deinen Punkt von dir auch gewinnen. Ja. Ich muss sagen, wir sind zu Mädel, ja. Kerl auch. Ich komme nicht. Wie dieser Charakter aussieht. Molly Morba, Nitrolado. Phantom. Kreative Stahl. Spaßkanone. Was für eine Spaßkanone. Weil deine Spaßkanone sieht man an. Verstehe ich. Aber Feuertag ist meine Spezialangriff. Das ist uns mal egal. Ja. Egal! Ah, mal den bewegt. Zack, Level 5. Typband. Das macht mir gar nichts. Haben wir ja nichts für irgendwelche Tiefkräfte und Eigenschaften noch Typband. Oh mein Gott.
ist jetzt eher so für taktisch im Stil so Competitive Gaming, aber. Ich brauch das jetzt halt nicht. Ah, das habe ich mir gerade gedacht, lass mich die Sache einfach schnell weg. Ja, mach mal. Wer bist denn du? Ganz klein, knuffig. Einigungsbeladung lenkt mich mal aus. Konklusion. Easy. Easy. Ich will gar nicht so viel Trouble, die wir machen müssen. Und dann hauen wir den mal weg. Los, Bugs, erledigen das Ganze und geht's weiter zum nächsten Abenteuer. Verstehe, ne? Was soll's? Ich hab auch nicht ganz viel. Glaube ich auch, glaube ich auch. Oh, das ist ja schon erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt was kriegst. Das ist nicht zu werden. Jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir sie in einem offiziellen Kampf gehen, hast du keine Chance. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es wegen gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, sich noch zu verlassen. Okay. Alle? Ich will auch einen Wunschstern. Was bringt ihr? Ein Sektionstern, was weiß ich. Wunschstern. Also, scheint dir nichts zu sein, dann gehen wir jetzt mal raus. Das war auch schon wieder Folge 7 meiner Let's Play Pokémon Schwertreihe. Was haltet ihr von Bettis? Der Charakter hat eine eigentlich echt coole Story. Später werden wir hier mehr erfahren. Wie hat euch das Video gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Like da und vergesst nicht zu abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.